Hallo zusammen, willkommen bei Gamer Campus. Schon bald erscheint die Kampagne des neuen Halo Infinite und bevor wir endlich wieder in die Rolle des Master Chief schlüpfen dürfen, müssen wir nochmal kurz durchgehen, was uns alles an diesen Punkt gebracht hat. Deshalb fassen wir euch die Story der Hauptspiele einfach mal zusammen. Nur um hier ganz klar zu sein, wir nehmen nur die Hauptspiele, erweiterter Lore kommt nur tangential vor, bevor es hier irgendwelche wütenden Kommentare gibt. Auch wenn Halo Reach nicht das erste Halo-Spiel ist, so ist die Handlung der chronologische Start. Reach ist ein fundamentaler Stützpunkt der UNSC, der United Nations Space Command. Hier werden unter anderem die legendären Spartans ausgebildet und ebenfalls hier treffen wir Noble Team, eine Gruppe eingefleischter Spartans. Carter, Catherine, Emil, June, George und ihr neuestes Mitglied Noble Six, in dessen Rolle wir schlüpfen dürfen. Das Spiel startet mit einer vermeintlich einfachen Mission, eine Relay-Station in der Nähe ist offline und wir dürfen die Funkstelle untersuchen. Dort angekommen finden wir schnell heraus, die Allianz ist hier. Die Allianz ist ein Zusammenschluss mehrerer Alienrassen, die gemeinsam gegen die Menschheit kämpfen. Wir gehen später genauer auf die fremden Wesen ein, jetzt ist erstmal nur wichtig, dass die Aliens Reach mit einer mächtigen Flotte angreifen. Es geht also direkt in die Defensive. Und das gelingt zu Beginn auch. Der Noble Team kann einige gute Treffer bei der Allianz landen, so dass sie sogar in die Offensive gehen können. Es gelingt den Spartans sogar einen Supercarrier der Allianz auszuschalten, auch wenn sich George dafür opfern musste. Dieser Sieg ist allerdings ziemlich kurzlebig, als sich herausstellt, dass die riesige Flotte eigentlich nur die Vorhut war und eine noch viel größere Streitmacht den Planeten erreicht. Nun ziemlich verzweifelt versucht Noble Team alles zu tun, um sich der Übermacht zu stellen. Mit dem Befehl, eine künstliche Intelligenz zu bergen und zur Pillar of Autumn zu bringen, ein riesiges Raumschiff der UNSC, bricht das Team auf, verliert aber leider ein Mitglied nach dem anderen. Die dramatischen Momente gewähren aber keine Rast, denn die Allianz bereitet sich vor, den Planeten endgültig zu verglasen. Das Spiel endet mit der erfolgreichen Rettung der KI und der Flucht der Pillar of Autumn, das letzte Mitglied des Teams, ihr in der Rolle von Noble Six, bleibt allerdings zurück und stellt euch den Horden der Gegner, ehe auch ihr überwältigt werdet und Reach ist gefallen. Was uns zum allerersten Halo-Spiel in der Geschichte des Franchises bringt. Halo Combat Evolved. Mit dem Release von Halo Combat Evolved gemeinsam mit der ersten Xbox schlug ein Meteor in die Gaming-Welt ein. Halo ist und bleibt eines der beliebtesten Spiele und alles geht zurück auf diesen einen Release vor 20 Jahren. Wir starten auf der Pillar of Autumn, die, wie wir jetzt wissen, von der Flotte, die Reach angegriffen hat, verfolgt wird. Der amtierende Captain Keyes weckt den Master Chief und gibt ihm die zuvor erwähnte KI namens Cortana in Obhut, ehe die Allianz das Schiff entert. Hier treffen wir erstmals auf die verschiedenen Wesen der Allianz, Grunts, Eliten, Schakale und Jäger. In späteren Teilen kommen dann noch die Brutes, Drohnen und Propheten hinzu. Wir kämpfen uns durch die Pillar of Autumn, müssen aber auf einem mysteriösen Ringplaneten notlanden. Während wir versuchen, gegen die Übermacht hier Fuß zu fassen, erfahren wir von der Gefangenschaft des Captains und eilen zu dessen Rettung. Gesagt, getan, retten wir Captain Keyes. Der hat in seiner Gefangenschaft mitbekommen, dass der Ringplanet tatsächlich eine galaktische Waffe ist und ein Rennen gegen die Zeit geht los. Wer auch immer zuerst die Waffe unter Kontrolle bringt, kann den Feind besiegen. Uns gelernt es tatsächlich, den Kontrollraum zuerst zu stürmen, aber ganz schockiert erfährt hier Cortana was und schickt uns, um Keyes zu retten. I don't understand. There's no time. Get out of here, find Keyes, stop him. Before it's too late. In einer der gruseligsten Halo-Missionen aller Zeiten entdecken wir die sogenannten Flood, eine alles konsumierende Rasse an parasitären Aliens. Keyes konnten wir nicht finden, dafür treffen wir aber auf 343 Guilty Spark. Der ist anscheinend eine von den Erstellern des Rings geschriebene KI, der damit beauftragt ist, im Falle eines Flood-Ausbruchs diese zu vernichten und dafür braucht er den Master Chief, den er immer wieder Reclaimer nennt. Zusammen mit 343 begeben wir uns auf die langweiligste Mission des Spiels, der Bibliothek, um den Aktivierungsschlüssel für Halo einzusammeln, den sogenannten Index. Das schaffen wir natürlich auch und begeben uns zurück zum Kontrollraum und Cortana. Die hindert uns aber an der Aktivierung und nennt uns dann die Wahrheit. Halo ist eine Waffe, speziell gegen die Flood. Und das Einzige, was die Flood aufhält, ist alles zu töten, wovon sie sich ernähren können. Wenn wir Halo abfeuern, dann löschen wir die gesamte Galaxie aus. Das war damals schon ein ziemlich heftiger Twist, gerade da FPS sich noch nicht als Storytelling-Vehikel bewiesen hatten. 343 Guilty Spark bestätigt Cortana und stellt sich dann gegen uns, da wir den Ring jetzt vernichten wollen. Der Plan ist die Zerstörung des Ringes durch eine Explosion des Wracks der Pillar of Autumn. Zum Überhitzen der Reaktoren brauchen wir allerdings die im Kopf eingesetzten Implantate des Captains, der ihm Befugnisse gibt, diese eben hochzujagen.
Der ist allerdings der Flood zum Opfer gefallen und wir haben keine andere Wahl, als sein Leiden zu beenden und den Chip für uns zu nehmen. 343 hindert uns zwar an der direkten Aktivierung, weshalb wir den Reaktor mit gezielten Granaten hochjagen, dann flüchten wir aber vom explodierenden Ring und Halo Combat Evolved endet mit den ikonischen Worten: Halo, it's finished. No, I think we're just getting started. Recht hat er, denn dann kommt Halo 2. Auf einer Raumstation nahe der Erde gibt es entsprechende Auszeichnungen, aber die Allianz greift dann auch schon direkt an. Ein erbitterter Kampf um die Erde findet statt. Der Kampf begibt sich von Raumstation bis zum Erdboden, wo wir den Angriff zwar zurückschlagen können, aber bei der Flucht jagt der entkommene Allianz Cruiser einfach mal die gesamte Stadt in die Luft. Immerhin konnten wir folgen und siehe da, wir finden einen zweiten Halo-Ring. Parallel dazu wird ein armer Elite, der Kommandant der Flotte, gegen die wir in Halo 1 antreten durften, bestraft für sein Versagen und zum sogenannten Gebieter ernannt. Eine Art Selbstmordkommando der Allianz, die auf die gefährlichsten Missionen gesendet werden, bei der die Überlebenschancen gleich null sind. Als Gebieter darf er erstmal sogenannte Ketzer, Leugner der Allianz-Religion, beseitigen. Die Allianz und ihre Propheten glauben nämlich an die Große Reise, ein religiöses Event, das durch die Aktivierung der Halo-Ringe ausgelöst wird, und wollen diese deshalb eben abfeuern. Während Master Chief also auf Delta Halo gegen die Allianz kämpft und den Propheten des Bedauerns besiegt, jagt der Gebieter den Index für den neuen Ring. Chief flüchtet vor dem Bombardement der Allianz, der Gebieter wird von den Brutes auf Befehl der Propheten verraten. Beide stürzen in den Abgrund, wo sie der überaus schicke Gravemind aufsammelt. Der Gravemind ist das kognitive Zentrum der Flood und ist selbstverständlich bestrebt, die Aktivierung der Halo-Ringe zu stoppen. Hier erfährt der Gebieter auch final von der großen Lüge der sogenannten Großen Reise und schließt sich dem Kampf gegen die Allianz an. Der Gravemind schickt Chief zur Zentrale der Allianz, High Charity und den Gebieter zum Ring. Der Gebieter schafft es, den Blut Tartarus gemeinsam mit Miranda Keyes, Tochter von Captain Keyes, und Sergeant Johnson zu stoppen. Die Deaktivierung in letzter Sekunde bringt aber alle anderen Ringe in den Standby-Modus. Chief erwischt den Propheten der Wahrheit leider nicht mehr rechtzeitig, aber schafft es noch auf deren Schiff, wo er Halo 2 beendet, mit den legendären Worten: Master Chief, you mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight. Und damit beenden wir auch den ersten Teil unseres Recaps. Kommenden Sonntag geht es kurz vor Release von Halo Infinite weiter mit dem Rest der Story, also Halo 3, 4 und 5. Damit ihr auf jeden Fall gewappnet seid für den Launch der Kampagne. Das war's also von uns, mehr gibt es aber auf gamercampus.de und unseren Social Media Kanälen, wo ihr übrigens auch gerne mir direkt schreiben könnt, wenn ihr möchtet. Liken und abonnieren nicht vergessen. Leute, macht es gut und bis dann.